Meine liebe Gemeinde, heute und beim Sonntag sende ich meine lieben Grüße an euch alle aus dem Pfarrhausgarten. Warum das? Weil am nächsten Sonntag, Ostersonntag, das Ostereiersuchen von hier gewesen wäre, wie alle Jahre wieder. Als Beweis habe ich ein Osterei mitgebracht, ein rotes, wie üblich. Aber die Bestellung, die ich schon aufgegeben habe, habe ich wieder canceln müssen, weil ja das Ostereiersuchen nicht stattfinden kann und auch das Osterfest in der Kirche nicht. Aber meine Mitverantwortlichen in der Gemeinde, vor allem die Liturgen, überlegen schon, wenn wir dann nach der Beendigung der Beschränkung der Corona-Krise wegen ein Gemeinde-Osterfest feiern können. Und auf das freue ich mich schon. Aber bis dorthin bitte ich euch, schaut auf unsere Homepage. Dort sind viele Unterlagen angebracht, die ich zur Benutzung empfehle. Denn heuer findet Ostern virtuell statt. Nicht in der Gemeinde als Gemeinschaftsfeier, sondern individuell und virtuell. Virtuell heißt, bleibt bitte zu Hause, nehmt die Texte der Homepage und versucht eben in eurem Inneren Ostern werden zu lassen. Denn virtuell heißt, es geschieht etwas, aber nicht in der üblichen Form, sondern in einer neuen Form. Und auf die bitte ich euch zuzugehen. Ostern 2020, etwas ganz, ganz Neues, stellen wir uns darauf ein. Ich wünsche heute schon eine gesegnete Karwoche und ein gnadenreiches Osterfest 2020. Alles Liebe und Gute, Pfarrer Neubert grüßt euch alle.